VGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Ja, in diesem Video geht es um die Tankplatzierung. Wie gut schlägt sich aktuell welcher Tank im Raid und in Mythisch Plus Dungeons. Des Weiteren möchte ich natürlich für jeden Tank einmal eine kleine Pro-, eine Kontraliste euch nennen, damit ihr euch dort ein bisschen drauf einstellen könnt und das bisschen ein was zu den Tanks natürlich auch noch sagen. Wir fangen hier mit Platz 6 an. Platz 6 aktuell belegt der Druidentank. Der Druidentank hat einen großen Vorteil, den man ihn natürlich lassen muss. Das ist Eisenfell. Eisenfell gehört einfach zu den besten defensiven Fähigkeiten, die es bei Tanks überhaupt gibt. Diese Fähigkeit ist einfach flexibel einsetzbar, sie benötigt irgendwie keine Aufladungen, ist auch nicht wirklich von der Abklingzeit betroffen. Man kann sie halt einfach so oft einsetzen, fast wie man möchte. Sie wird einfach nur dadurch gestoppt, wenn wir nicht genügend Wut haben, dann können wir sie nicht einsetzen. Ja, Eisenfell ist einfach wirklich top. Die Fähigkeit ist einfach stapelbar und wir können sie halt immer dann, wenn wir sie brauchen, einsetzen, um einfach unseren physischen Schaden zu reduzieren, der reinkommt. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, der bei den Druidentank liegt. Ja, in den Mythisch Plus Dungeons muss man leider sagen, hat der Druidentank so seine Probleme. Der Druidentank macht einfach im Gegensatz zu allen anderen Tanks einfach den wenigsten Schaden, was gerade wenn es darum geht, um Zeit zu spielen, einfach ja, ein großes Problem ist. Wenig Schaden würde man daher natürlich am liebsten nicht mitnehmen. Deswegen fällt er da aktuell in den Mythisch Plus Dungeons eher mau aus. Gut, kommen wir nun zu der kleinen Pro- und Kontraliste des Druidentanks. Ja, die Pro-Liste ist natürlich die starke und flexible Fähigkeiten, um den Schaden zu reduzieren. Mit Eisenfell auf jeden Fall ein sehr großer Pluspunkt für den Druidentank. Des Weiteren verfügt der Druidentank im Gegensatz zu vielen anderen Tanks über die meisten Lebenspunkte, was ihn sehr lukrativ trotz alledem machen kann, aber er natürlich weiterhin leider nicht der Beste ist. Des Weiteren verfügt der Druidentank über gute unterstützende Fähigkeiten wie zum Beispiel anstachendes Gebrüll. Stoßt ein wildes Brüllen aus, wodurch sich 8 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit aller verbündeten Spielcharakteren innerhalb von 15 Metern um 60% erhöht, was man natürlich gut in Mythisch Plus Dungeons einsetzen kann, um zum Beispiel natürlich eine Strecke zu überbrücken, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ein weiteres sehr, sehr großes Pro muss man dem Druidentank einfach lassen, ist seine sehr einfache Spielweise. Die Spielweise des Druidentanks ist wirklich sehr simpel, ist nicht wirklich schwer und verzeiht auch mal den einen oder anderen Fehler. Daher würde ich das hier als allergrößtes Pro bei dem Druidentank auf jeden Fall ansehen. Ja, die Kontras natürlich. Die Kontras sind einfach die extrem niedrige DPS, die gerade für die Mythisch Plus Dungeons einfach nicht gut ist. In einem Raid fällt das Ganze natürlich nicht so stark ins Gewicht, weil es dort natürlich einfach mehr Gruppenmitglieder gibt, Damage-Dealer sozusagen gibt, die natürlich den Schaden einfach machen. Da ist es nicht ganz so wichtig, wie viel Schaden ein Tank macht. In den Mythisch Plus Dungeons hingegen, da braucht man oder sollte man natürlich am besten einen Tank nehmen, der natürlich auch dementsprechend viel Schaden macht. Und ja, da fällt aktuell einfach der Druidentank als allerschlechtestes aus. Ja, des Weiteren hat er einfach ist er sehr schwach gegen magischen Schaden. Wenn es um magischen Schaden geht, bekommt der Druidentank aktuell einfach am meisten rein von allen Tanks, die es gibt. Ja, benötigt aber auch natürlich im Gegensatz zu allen anderen Tanks mit einer der meisten Heilungen. Er muss einfach am stärksten von allen Tanks einfach gegengeheilt werden, trotz Eisenfell natürlich, wo man natürlich den physischen Schaden mit reduzieren kann, bekommt er trotz alledem einfach sehr viel Schaden im Gegensatz zu anderen Tanks rein. Ja, nun zu der Platzierung des Druiden. Allgemein natürlich belegt der Druide Platz 6 von den ganzen Tanks. In dem Schlachtzug belegt er aber immerhin noch Platz 4, denn er ist ja wie gesagt in den Schlachtzügen fällt die DPS einfach nicht so ganz so stark ins Gewicht und die sehr vielen Lebenspunkte in der Pro-Liste machen ihn trotzdem immerhin noch gut, was ihn für eine Platzierung im Platz 4 bei den Schlachtzügen macht. In den Mythisch Plus Dungeons bleibt er weiterhin leider
am Ende und muss da sich leider mit Platz 6 begnügen. Was einfach, wie gesagt, daran liegt natürlich, dass er einfach sehr wenig Schaden macht und natürlich auch magischen Schaden einfach sehr viel reinbekommt, wie ich schon sagte, und auch mehr geheilt werden muss als andere Tanks, belegt er dort leider Platz 6 von den Tanks. Ja, kommen wir nun zu Platz 5 der Tanks. Ja, Platz 5 in der Gesamtwertung belegt aktuell der Krieger. Ja, der Krieger hat den Vorteil natürlich, er hat Schildblock, was eine sehr starke Fähigkeit ist. Problem bei Schildblock ist aber die geringe Laufzeit von Schildblock. Und ein weiterer Nachteil ist, sollte bei dem Krieger aktuell Schildblock nicht aktiv sein, so bekommt der Krieger wirklich sehr viel Schaden rein und sein Lebensbalken sinkt dementsprechend auch schnell runter. Er hat eine weitere starke Fähigkeit natürlich, das ist Zähne zusammenbeißen, was ihn auch noch gut schützen kann. Aber wie gesagt, Schildblock ist das Allerstärkste, was er hat, und wenn das mal nicht aktiv ist, nachdem die Laufzeit ausgelaufen ist, bekommt er sehr viel Schaden rein. Ja, er hat Schockwelle, was wirklich gut ist, gerade so im Mythisch Plus Dungeons hat er Schockwelle, wo er viele Gegner mit betäuben kann, was hier wirklich nicht zu unterschätzen ist. Er hat anspornender Schrei, was man hingegen eher in einem Raid verwendet als in Mythisch Plus Dungeons, dort wird man diese Fähigkeit wirklich eher weniger verwenden. Der Krieger ist sehr mobil. Auf alle Fälle. Er ist mit Abfang und heldenhafter Sprung, kann er immerhin große Distanzen auf alle Fälle schnell überbrücken, was durchaus in Raid-Contents hilfreich sein kann, um den einen oder anderen Mob abzufangen. Aber natürlich auch in Mythisch Plus Dungeons kann diese Fähigkeiten wie Abfang und heldenhafter Sprung sich gut bemerkbar machen. Ja, fangen wir nun einmal mit der Pro- und einmal mit der Kontraliste von dem Schutzkrieger an. Pro sind seine starken Fähigkeiten, den Schaden zu reduzieren. Die hat er einfach, das muss man ihm lassen. Auch ein gutes Pro ist, er ist sehr gut gegen magischen Schaden gesichert mit seinen defensiven Cooldowns. Er ist gut mobil, er hat einfach einer der höchsten Mobilitätsfähigkeiten von den ganzen Tanks. Wie gesagt, mit Abfang und heldenhafter Sprung bietet er einfach eine gute Mobilität. Er hat viele Cooldowns, die er einfach natürlich nutzen kann, um Leute zu unterstützen, und natürlich auch Cooldowns, um natürlich seinen eigenen Schaden zu reduzieren. Das sollte man ihn auf jeden Fall zugute halten. Ja, natürlich hat er auch Kontras, und die Kontras sind hier natürlich die niedrige Laufzeit seiner defensiven Cooldowns. Wie ich schon angesprochen habe, Schildblock ist einfach, ja, stark, aber die Laufzeit seines Schildblocks ist einfach sehr kurz, und auch die Laufzeit zwar von Zähne zusammenbeißen ist etwas länger, aber an sich im Großen und Ganzen sind einfach die Laufzeiten seiner defensiven Cooldowns nicht wirklich hoch. Und das ist ein großes Kontra im Gegensatz zu anderen Tanks, die es aktuell gibt. Ja, er benötigt abseits natürlich seiner defensiven Cooldown-Fähigkeiten sehr viel Heilung. Wenn diese nicht aktiv sind, bekommt der Tank sehr viel Schaden rein und muss dementsprechend mehr geheilt werden. Ein ganz großer Kontrapunkt bei dem Kriegertank ist einfach, er hat keinerlei wirkliche Selbstheilung, was ihn halt einfach sehr unlukrativ aktuell einfach macht. Ja, damit belegt er im Schlachtzug aktuell Platz 5, und auch in den Mythisch Plus Dungeons kann er mit Platz 5 leider nur punkten. Ist aktuell einfach nicht so der Glanztank, den es einfach wirklich gibt. Ja, nun kommen wir zu dem Dämonenjäger. Ja, der Dämonenjäger ist im Raid und natürlich auch in den Mythisch Plus Dungeons nicht verkehrt. Ja, der Dämonenjäger ist hier wirklich nicht zu unterschätzen. Er kann zwar auf eine Menge Fähigkeiten im Raid gerade zurückgreifen, die seine Selbstheilung erhöht, kassiert aber natürlich auch wirklich viel Schaden. Das muss man ihm einfach natürlich lassen. Seine Seelenfragmente, die er natürlich aufheben kann, erzeugen Heilung natürlich auch genauso wie Seelenbombe, die er nutzen kann, erzeugt natürlich einfach Heilung. Aber gerade bei Boss-Encountern bekommt er einfach zu viel Schaden rein, was ihn einfach für den Raid nicht lukrativ macht. Ja, bei dem Mythisch Plus Dungeon sieht das Ganze dann schon bei dem Demon Hunter sehr anders aus. Da bekommt er natürlich auch Schaden rein in den Mythisch Plus Dungeons, aber dort hält sich das Ganze eigentlich eher in Grenzen.
denn einfach, dort sind die Schadensspitzen nicht so hoch, wie wenn er jetzt einen HC oder mythisch Raid-Boss geht. Die Trash-Mobs und dort die Bosse machen nicht so viel Schaden. Und die konstante Selbstheilung, die der Dämonenjäger hat, durch seine Seelenfragmente, den Seelenspalter und auch die Seelenbombe, die er hier nutzen kann, machen sich in den Mythisch Plus Dungeons auf jeden Fall wirklich sehr, sehr bemerkbar. Und damit ist er für die Mythisch Plus Dungeons aktuell auf jeden Fall einer der Tanks, die man ganz gut im Auge behalten sollte und auf jeden Fall dort mitnehmen sollte. Ja, fangen wir nun natürlich auch einmal hier mit den Pros und einmal mit den Kontras bei dem Dämonenjäger an. Ja, die Pros sind einfach, er hat eine hohe Selbstheilung, was einfach bombastisch ist. Kann man nicht anders sagen. Seine sehr hohe Mobilität, sein Gleiten, sein alles macht ihn einfach natürlich, seinen Sprung macht ihn einfach mit seiner Mobilität einfach wirklich bombastisch, das ist einfach top. Ja, seine so sehr hohe DPS gegen viele Gegner einfach, das ist einfach wirklich ein großer Pluspunkt für die Mythisch Plus Dungeons. Er hat einfach wirklich, gerade wenn es darum geht, viele Mobs auf einmal drauf zu kloppen, hat er dort einfach einen sehr, sehr hohen Schaden, was für die Mythisch Plus Dungeons hier nicht verkehrt ist, um einfach schnell die Mobgruppen umzuhauen. Und er hat sehr hohe Fähigkeiten, ja, zur Unterstützung für sich selber einfach. Das ist hier ein weiterer großer Pluspunkt bei dem Dämonenjäger. Ja, er hat natürlich auch wie jeder andere Tanks leider Kontras. Ja, der Kontra ist die niedrige Laufzeit seiner defensiven Cooldowns, die er leider hat. Er bekommt dadurch, dass seine defensiven Cooldowns natürlich relativ niedrig laufen, bekommt er natürlich auch viel Schaden rein. Er kann das natürlich mit seiner hohen Selbstheilung wieder ausgleichen. Aber es kann auch hier und da natürlich mal passieren, dass ein Punch den Dämonenjäger trotz seiner hohen Selbstheilung einfach aus den Latschen kippt, weil die Laufzeit seiner defensiven Cooldowns einfach sehr gering ist. Ein weiteres Kontra ist, er erleidet sehr hohe Schadensspitzen. Er bekommt einfach natürlich, gerade im Raid sieht man das, er bekommt einfach starke Schläge rein, die seine Lebenspunkte sehr schnell purzeln lassen. Was in meinem Raid eher gerne nicht so sieht, aber die Schadensspitzen sind in den Mythisch Plus Dungeons nicht ganz so schlimm. Ja, er hat wenig Cooldowns einfach, die er nutzen kann, was ihn im Gegensatz zu anderen Tanks nicht so wirklich lukrativ macht. Und er ist relativ schwach, wenn magischer Schaden reinkommt. Da kann der Demon Hunter einfach nicht punkten. Ja, nun zu der Platzierung. Ja, in dem Schlachtzug belegt er leider Platz 6. Dort steht er aktuell einfach ganz hinten. Das hat einfach mit seinen Kontras zu tun, die ich natürlich schon gesagt habe, einfach, er leidet sehr hohe Schadensspitzen, ist einfach das Problem, was er im Raid einfach hat, er bekommt einfach zu viel Schaden im Raid rein, wohingegen er zwar Selbstheilung hat, die aber im Raid dann einfach nicht so stark ins Gewicht fällt, wie in einem Mythisch Plus Dungeons und er einfach sehr stark geheilt werden muss. Daher belegt er aktuell einfach, ja, den letzten Platz im Schlachtzug. In Mythisch Plus Dungeons belegt der Dämonenjäger hingegen Platz 2. Wie gesagt, seine Selbstheilung fällt hier auf jeden Fall sehr gut aus im AOE-Bereich. Wie gesagt, seine hohe Mobilität ist für die Mythisch Plus Dungeons einfach ein absolut geiles Must-Have. Und natürlich seine hohe DPS-Zahlen im Bereich, wo viele Mobs sind, macht den Demon Hunter einfach sehr lukrativ für einen Mythisch Plus Dungeons. Da sollte man ihn auf jeden Fall mal im Auge behalten und diesbezüglich mitnehmen. Ja, nun kommen wir mit dem nächsten Platz, kommen wir jetzt zum Paladin-Tank. Ja, der Paladin-Tank ist im Raid und in den Mythisch Plus Dungeons so, das ist einfach mal so beides. Dank seiner guten defensiven Cooldowns, die er hat und dem hohen Blockwert, kassiert er von allen Tanks, die es wirklich aktuell einfach gibt, den wenigsten Schaden in diesem Bereich. Ein weiteres kleines Manko hier ist hingegen in Mythisch Plus Dungeons, genauso wie natürlich auch in Raids. Der Paladin-Tank muss immer in seiner Weihe stehen. Also in Sachen wie jetzt in Mythisch Plus Dungeons oder bei Boss-Encountern, die viel Mobilität erfordern, sozusagen, hatte er natürlich immer das Problem, er muss seine Weihe jedes Mal wieder umplatzieren, damit der Paladin-Tank durchgehend in seiner Weihe steht. Das muss man hier auf jeden Fall berücksichtigen.
Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass er immer in seiner Weihe steht. Ja, im Mythisch Plus Dungeon steht der Paladin aktuell leider nicht ganz so gut da. Die Lücken in seinen Fähigkeiten, die einfach in seine defensiven Cooldowns sind, fallen hier in den Mythisch Plus Dungeons leider etwas stärker ins Gewicht und können auch durch seine ganzen guten defensiven Cooldowns leider auch nicht wirklich gut ausgeglichen werden. In den Rating-Content hingegen ist das alles sehr geil und auch wirklich top, was er einfach so an defensiven Cooldowns nutzen kann. Aber in den Mythisch Plus Dungeons sind diese Fähigkeiten leider einfach nicht gut. Ja. Da gibt es auch einfach, dank seiner wenigen Mobilität, muss man natürlich auch sagen, gibt es hier natürlich einfach auch andere Tanks, die man gerade in den Mythisch Plus Dungeons eher nutzen sollte. Er hat hier keinen Chargen, er hat hier keinen heldenhaften Sprung, kein Gleiten, kein Teleporten, sonst irgendwas. Er ist halt einfach ein Tank, der die Gemütlichkeit eher hat und etwas gemütlicher geht, weswegen man ihn dort einfach für die Mythisch Plus Dungeons eher nicht so nutzen kann. Wie gesagt, einfach zu low von dem Bewegungstempo her. Für den Raid-Content ist das Ganze natürlich etwas anders. So, fangen wir nun natürlich auch einmal mit den Pros und einmal mit den Kontras von dem Pala-Tank an. Ja, seine Pros sind seine starken defensiven Fähigkeiten, die er einfach hat, die ihn schützen. Das muss man ihm einfach wirklich zugute halten. Da hat er einfach eine gute Palette an Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass er einfach weniger Schaden reinbekommt. Ja, er ist sehr gut gegen magischen Schaden einfach gesichert. Das ist ein absolutes Must-Have aktuell einfach und ein großer Pluspunkt bei dem Pala-Tank. Des Weiteren hat er eine sehr hohe DPS-Anzahl auch bei Einzel-Encountern. Muss man ihm einfach lassen, auch im AOE-Bereich kann er einfach gut mit Schaden punkten. Das ist einfach eine sehr gute Sache. Und er hat sehr hohe unterstützende Fähigkeiten für sich und auch für seine Raid- und Gruppenmitglieder. Was einfach ein großer Pluspunkt von dem Paladin-Tank ist. So, kommen wir natürlich auch zu der Kontraliste. Die Kontraliste fällt hier nicht so lang aus, aber einige Sachen, die natürlich ins Gewicht fallen. Die niedrige Laufzeit seiner defensiven Fähigkeiten. Die Laufzeit seiner defensiven Fähigkeiten ist aktuell einfach sehr gering. Und dementsprechend muss man da immer so ein kleines bisschen timen. Er hat im Gegensatz zu manch anderen Tanks einfach eine sehr geringe Selbstheilung. Sie ist nicht schlecht, aber sie könnte auf jeden Fall besser sein. Ein ganz großer Schwachpunkt ist natürlich einfach bei den Kontras seine sehr schwache Mobilität, die ich natürlich schon angesprochen habe. Er ist einfach wirklich nicht sehr mobil. Ja, was ihn hier natürlich dann die Platzierung im Schlachtzug aktuell einfach bei der Beliebtheit der Tanks in Platz 2 belegen lässt. Wie gesagt, in dem Raid-Content, wie gesagt, kann er durch hohe DPS, durch unterstützende Fähigkeiten Pluspunkte sammeln, durch seine sehr gut gegen magischen Schaden gesichert, kann er hier auf jeden Fall wirklich gute Pluspunkte einfach sammeln. Da fällt es auch nicht so stark ins Gewicht bei dem Schlachtzug, dass er nicht die stärkste Selbstheilung hat, weil dort achten die Heiler natürlich vermehrt darauf, natürlich auch die Tanks oben zu halten. Ja, bei den Mythisch Plus Dungeons hingegen schafft der Paladin leider nur Platz 4. Da fallen einfach seine Kontras wieder doch zu stark ins Gewicht. Gerade seine schwache Selbstheilung, wo natürlich gerade bei vielen Mobs natürlich auch viel Schaden reinkommt, da muss der Heiler natürlich schon ein bisschen powern. Des Weiteren einfach seine schwache Mobilität fällt hier einfach sehr stark, gerade bei den Mythisch Plus Dungeons, ins Gewicht, da der Paladin-Tank, wie gesagt, in der Hinsicht etwas Gemütliches, sagen wir einfach mal, und nicht ganz so schnell rankommt. Natürlich, wie gesagt, ein weiterer Pluspunkt, trotz alledem, auch in den Mythisch Plus Dungeons bleibt natürlich eine hohe DPS-Zahl, aber hier fallen einfach die Kontras stärker ins Gewicht, was ihn bei den Mythisch Plus Dungeons einfach aktuell nicht sehr lukrativ macht. Ja, kommen wir nun jetzt zu Platz 2. Platz 2 in der Gesamtbewertung einfach belegt der Todesritter. Der Todesritter ist einfach eine krasse Maschine. Mehr kann man dazu erst einmal nicht sagen. Ja, fangen wir natürlich an in den Mythisch Plus Dungeons. Und natürlich auch in dem Raid muss man natürlich sagen, hat der Todesritter einfach wirklich, ja, keine wirklichen Lücken sozusagen seiner defensiven Fähigkeiten. Denn einfach seine defensiven Fähigkeiten und seine Selbstheilung, die er durch Todesstoß, durch die Blutwürmer, Blutseuche, seinen Bluttrinker, Knochensturm, Schwindsucht und seine unheilige Stärke, die ihn heilen, ja, die heilen ihn sozusagen ja mit jeder Attacke, die er einfach macht.
Sein Todesstoß, den nutzt er immer wieder, seine Blutseuche, sein Bluttrinker, seine Blutwürmer procken immer wieder. Da muss man einfach sagen, hat er einfach für Mythisch plus Dungeons einfach das absolute Beste, was einfach geht. Denn er bekommt dadurch einfach wirklich kaum Schaden rein, durch seine ganzen defensiven Fähigkeiten, die er einfach durchgehend ja zündet. Und braucht da auch sehr, sehr wenig Heilung einfach, was ihn gerade aktuell einfach in den Mythisch Plus Dungeons extremst lukrativ macht. Im Raid nicht ganz so stark, aber immerhin noch gut. Ja, auch seine unterstützenden Fähigkeiten sind nicht zu verachten. Sowas wie natürlich Todesgriff, Blutschattensgriff und die extreme Verlangsamung durch Tod und Verfall oder natürlich auch Ersticken, wo er Gegner mit aus großer Reichweite betäuben kann, sind natürlich in Mythisch Plus Dungeons einfach wirklich Gold wert und dort sollte man sie auch am meisten einsetzen. Ja, des Weiteren hat der Todesritter einfach, ja, unendlich viele Cooldowns, die ihn eigentlich aus fast jeder Situation immer wieder rausholen, wenn es mal gefährlich wird. Ja, kommen wir jetzt natürlich zu den Pros und zu den Kontras von dem Todesritter-Tank. Ja, seine Pros sind einfach die extrem starke Selbstheilung. Das ist einfach unendlich krass. So eine Selbstheilung lohnt sich einfach wirklich für den Mythisch Plus Content. Da muss der Heiler kaum noch, wenn der Todesritter-Tank gut gespielt wird, wirklich auf die Heilung kaum noch achten. Da schafft der Todesritter-Tank es wirklich, sich einfach fast durchgehend selbst gegenzuheilen. Ja, er ist auch sehr gut gegen magischen Schaden gesichert einfach. Er kann einfach durch seine ganzen defensiven Fähigkeiten, die er nutzt, einfach, ja, sich sehr gut gegen magischen Schaden schützen. Ja, er hat wenig unterstützende Fähigkeiten, dafür aber sehr, sehr starke Fähigkeiten einfach, die einfach trotz alledem einfach ein sehr großes Pro bei dem Todesritter-Tank aktuell sind. Ein weiteres Top-Pro ist einfach, er hat viele Cooldowns, die er einfach immer wieder nutzen kann, um ja, seinen Schaden einfach zu reduzieren. Das ist einfach hier wirklich bombastisch. Ja, kommen wir nun natürlich auch zu den Schwächen des Todesritters, und zwar zu den Kontras. Die Kontras sind natürlich hier seine sehr schwache Mobilität. Genau wie bei dem Palatank hat er einfach natürlich keine wirklichen Fähigkeiten, die dafür sorgen, seine Geschwindigkeit nach vorne sehr schnell zu machen. Da fällt er einfach mit der Mobilität ein bisschen hinterher. Er hat zwar diese Geisterfähigkeit, die ihm ein bisschen Geschwindigkeit gibt, aber trotz alledem ist hier gemessen natürlich nur, bei dem Gegensatz zu manch anderen Tanks, seine Mobilität etwas low. Ja, ein weiteres Kontra ist einfach, sein Lebensbalken schwankt sehr stark. Er bekommt natürlich auch starke Hits rein. Er kann diese aber, wie gesagt, natürlich mit seinen sehr starken Selbstheilungsfähigkeiten einfach wieder gegenkontern. Ja, und natürlich des Weiteren einfach ein weiteres Kontra sind einfach seine schwachen Fähigkeiten, die er einfach natürlich nutzt, wie zum Beispiel, ja, einfach seine schwachen Cooldown-Fähigkeiten zur Unterstützung von Schadensreduzierung. Er hat einfach keine wirklichen direkten Fähigkeiten, die er einfach nutzen kann, um seinen Schaden wirklich richtig zu reduzieren. Er nutzt halt mehr oder minder halt immer seine Hauptfähigkeiten, wie die Blutseuche, die immer ist, sein Bluttrinker, sein Todesstoß, sein Knochensturm, Schwindsucht und sowas nutzt er halt. Er hat einfach wirklich keine direkten Fähigkeiten, die er nutzen kann, um seinen Schaden wirklich mal richtig massiv runterzusetzen. Aber das ist jetzt nicht wirklich extrem schlimm. Ja, damit den ganzen Pros und Kontras belegt der Todesritter aktuell ja im Schlachtzug Platz 3. Da gibt es natürlich, wie gesagt, Platz 3 ist ein guter Mittelwert auf jeden Fall. Dank seiner, wie gesagt, seiner Selbstheilung und seiner sehr guten gegen magischen Schaden gesicherten Fähigkeiten muss man ihm einfach natürlich lassen. Ordnet er sich dort im Schlachtzugsbereich in einem guten Mittelfeld ein und man kann ihn durchaus natürlich auch gerne mitnehmen. Ja, in den Mythisch Plus Dungeons ist der Todesritter einfach die unangefochtene Nummer 1. In den Mythisch Plus Dungeons, wie gesagt, durch seine starke Selbstheilung einfach, ist er einfach ein super Plus. Denn dort hat er einfach, wie gesagt, den Vorteil, dass der Heiler einfach sehr gut entlastet wird und sich einfach ein bisschen mehr auf die Gruppe fokussieren kann. Des Weiteren auch für Mythisch Plus Dungeons ist natürlich auch ein weiterer Vorteil einfach, ja, dass er natürlich auch sehr gut gegen magischen Schaden einfach gesichert ist.
Und dass er einfach Sachen wie mit Tod und Verfall, wo er seine Gegner einfach mit verlangsamen kann durch Todesgriff und Blutschattensgriff, wo er die Gegner wieder ranziehen kann schnell, wo er die dann zu einem anderen Spieler gerade hingehen und natürlich durch Ersticken, wo er Gegner mit betäuben kann, auch das auf hoher Reichweite einfach, das ist einfach wirklich, ja, das ist Gold wert in Mythisch Plus Dungeons und damit schafft er es einfach in den Mythisch Plus Dungeons mit seinen Pros und seinen Kontras auf Platz 1. Da ist er, wie gesagt, einfach unschlagbar, wenn ihr Mythisch Plus Dungeons gehen wollt. Ja, dann solltet ihr vielleicht einfach mal im Auge behalten, dass ihr dort, ja, einen Todesritter-Tank einfach mal mitnehmen solltet. Ja. Nun kommen wir zu Platz 1 und aktuell muss man einfach sagen, Platz 1 belegt der Mönchtank. Ja, wenn man sich das Ganze nämlich gerade für den Raid-Content einmal anguckt, dann sind die Top 20 Gilden, die den Endboss Jihoon im Mythisch-Modus aktuell bezwungen haben, dann kamen da aktuell 36 Monks-Tanks von 40 Tanks drinne vor, wo man jetzt natürlich schon sagen kann, okay, ja, natürlich. Wenn so viele Top-Gilden einfach einen Monk-Tank spielen, dann wird da natürlich auch was dran sein und natürlich auch hier, ja. Was macht den Monk-Tank denn überhaupt so lukrativ? Natürlich, im Gegensatz zu anderen Tanks natürlich, die den Schaden entweder teilweise verhindern oder anschließend gegenheilen können mit ihren Fähigkeiten, hat der Monk-Tank hier einfach den Vorteil, er wandelt einfach den Schaden um. Aus massiven Schlägen, die er normalerweise reinbekommt, die werden natürlich einfach dann durch auf einen Dot sozusagen gestaffelt und die kann er mit dem Gebräu den Dot auch noch verringern. Das heißt als Beispiel einfach, er bekommt jetzt sagen wir einfach mal von 100.000 Schaden nur noch 70.000 rein und die 30.000 sozusagen, die werden einfach gestaffelt als Dot und die kann er wiederum noch mit dem Gebräu auch reduzieren, was dann heißt, er bekommt dann da auch noch nicht mal den vollen Dot wiederum rein. Was ihn einfach aktuell sehr angenehm heilbar macht, weil er bekommt einfach, wie gesagt, nicht den vollen Schaden rein, den jeder andere Tank sozusagen reinbekommt, wenn er nicht gerade seine defensiven Fähigkeiten anhat, die den Schaden reduzieren. Das braucht der Monk-Tank noch nicht mal groß machen. Er bekommt einfach den Punch rein. Einen Teil davon bekommt er ab, einen anderen Teil davon bekommt er als Dot, den reduziert er mit seinem Gebräu, dadurch bekommt er einfach allgemein wenig Schaden einfach rein. Dieser Schaden wiederum ist einfach auch gleichbleibend und er ist auch sehr gut gegenheilbar, einfach, was einfach dem Monk-Tank im Schlachtzug aktuell einfach zum allerlukrativsten Tanks von allen macht. Nun kommen wir natürlich auch einmal zu den Pros und zu den Kontras bei dem Monk-Tank. Ja, seine Pros sind gleichbleibender, eintreffender Schaden einfach, den ich ja gerade erzählt habe, einfach dadurch, dass er nicht den ganzen Schaden auf einen Schlag reinbekommt, sondern einfach einen Teil als Dot bekommt er immer gleichmäßigen Schaden rein, den er dann mit dem Gebräu reduzieren kann, was ihn einfach sehr angenehm, ja, zu heilen macht. Überlebt wirklich auch nahezu aktuell einfach jede Spezialattacke von einem Boss. Das muss man ihm einfach wirklich zugute halten. Er muss da nicht unbedingt auf die defensiven Fähigkeiten setzen. Er kann dort einfach, wie gesagt, durch seine Dot-Aufnahme und das Gebräu, was er wieder reduziert, überlebt er wirklich bei Raid-Contents aktuell jede Spezialattacke und ist dahingegen immer noch gut gegenheilbar. Ein weiteres Super-Pro bei dem ist einfach, er ist auch sehr gut gegen magischen Schaden einfach gesichert. Das muss man ihm hier auch auf jeden Fall in einem Raid-Content zugute halten. Er hat gute Fähigkeiten zur Unterstützung, auf jeden Fall seine Ochsenstatue und auch viele andere Fähigkeiten, die ihn und natürlich auch ein paar Schlachtzugsmitglieder unterstützen. Des Weiteren ein großes Pro natürlich ist auch hier, er hat eine hohe Mobilität, die man im Raid-Content natürlich auch das eine oder andere Mal nutzen kann und nutzen sollte. Und natürlich auch in den Mythisch Plus Dungeons fällt hier seine hohe Mobilität ihm zugute. Ja, dann kommen wir natürlich zu den Kontras, die hier relativ gering einfach ausfallen. Seine Kontras sind einfach seine sehr geringe Selbstheilung. Seine Selbstheilung ist hier relativ low, muss man einfach mal leider sagen. Die hat er nicht wirklich, er kann sich ein bisschen gegenheilen, aber dort gibt es dann, wenn es um Selbstheilung geht, laut der Liste, wie ihr es ja jetzt auch von mir schon gehört habt, einfach andere Tanks, die einfach eine etwas stärkere Selbstheilung haben. Ein weiteres Kontra muss man ihm leider sagen, hat leider sehr wenig Cooldowns, die er aktuell nutzen kann.
Ja, kommen wir nun zu der Platzierung. Ja, Platzierung im Schlachtzug, die unangefochtene Nummer 1. Wie gesagt, das basiert einmal natürlich darauf, dass einfach viele Top-Gilden, wie gesagt, von den 40 Tanks, die es in den 20 Top-Gilden gab, zu dem aktuellen Zeitpunkt einfach 36 Monk-Tanks natürlich da waren. Das muss man natürlich einmal zugutehalten. Da kann man natürlich einfach nichts gegen sagen, wenn Top-Gilden, die World First Kills und Server First Kills und sowas in der Richtung natürlich verbuchen, so viel im Off, so viele Monk-Tanks setzen, ist das natürlich für den Schlachtzug einmal ein großer Pluspunkt. Ja, des Weiteren natürlich nochmal ein großer Pluspunkt für Schlachtzüge ist sein gleichbleibender Schaden einfach, der natürlich immer schön gleichmäßig ist. Daher ist er, wie gesagt, für den Schlachtzug einfach angenehm zu heilen. Ja, wie gesagt, überlebt fast jede Spezialattacke mühelos bei Boss-Encountern. Das macht ihn einfach sehr gut. Hat gut gegen, ist gut gesichert gegen, wie gesagt, gegen magischen Schaden ist er wirklich gut gesichert, was ihm dort einfach, ja, Platz 1 in einem Raid-Content beschert. In den Mythisch-Plus-Dungeons kann er sich aber immerhin noch in einem guten Mittelfeld einordnen. Dort belegt er aktuell einfach Platz 3. Das Ganze natürlich auch hier wieder genau wie gerade bei dem Raid-Content einfach, er hat gleichbleibenden Schaden, was es, wie gesagt, natürlich auch in einem Mythisch-Plus-Dungeons angenehm macht, ihn zu heilen. Er überlebt auch dort so gut wie jede Spezialattacke natürlich mühelos einfach. Seine hohe Mobilität fällt hier natürlich auch noch ganz gut mit ins Gewicht, wodurch er sich natürlich einfach in einem guten Mittelfeld für Mythische-Plus-Dungeons platzieren kann. Ja, das war's dann soweit auch schon wieder mit dem Video, mit der Platzierung der Tanks für Mythisch Plus Dungeons und für den Raid-Content und einfach mal so ein bisschen Pro und Contra für euch aufgelistet. Wenn euch dieses Informationsvideo, ja, gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten können wir natürlich auch gerne über die einzelnen Tanks Pro und Contras können wir natürlich auch gerne heiß unten in der Kommentarbox gerne diskutieren. Hätte ich Lust drauf, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns unten natürlich schreiben und diskutieren. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch allen auf jeden Fall einen schönen Start in die neue Woche. Haut da rein! Ich bin raus, euer Brocken.